Ja, weißt du, da heult er jetzt nicht rum, ey, aber wenn er so aus 5 Metern ey, runterfliegt, dann heult er, oder was? Oh mein Gott, nein! Es ist kein Problem mit dem Bild. Das soll so sein. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Majora's Mask. Ich habe den Tempel jetzt umgedreht und hört mal. Der Soundtrack hat sich jetzt auch verändert. Ein klein wenig und schaut mal. Wie der Garo schon gesagt hat, der Mond wird auf der Erde geboren. Der Himmel... Nee, der Himmel wird auf Erden geboren und die Erde im Himmel. Also genau andersrum. Und das ist echt richtig krass. Und jetzt betreten wir den Tempel mal rückwärts und bringen den zu Ende, holen uns die letzten Feen und dann gehen wir auf zum Endboss. Und guckt euch das wirklich mal an. Hä? Felsenturm-Tempel Teil 2. Ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist echt unglaublich. Ich finde das so Hammer, dass man sich sowas hat einfallen lassen. Und schaut euch das an. Aus dem letzten Part. Hier gibt's jetzt, nicht so wie im ersten Rush. Hier ist schon mal die erste Kiste. Fee Nummer 9. Hier gibt es im Gegensatz zum ersten Run nur einen einzigen Weg, den wir gehen müssen. Und das ist auf der Seite hier. Guck grad mal kurz, ob hier noch irgendwas Brauchbares ist. Ein paar Rubies. Dann wollen wir mal. Auf geht's. Ach ja, hier war ja wieder dieser Sonnenblock. Einmal weg bitte. Danke. Da, da, der Soundtrack ist episch. So. Schaut euch das an. Da hinten die Kiste, die wir noch aktiviert haben. Jetzt fliegen wir erstmal ganz nach oben. Deku wieder geschnappt. Da können wir einfach nach unten fliegen hier. Der fliegt von ganz allein. Oh, sorry. Ich wollte hier nicht wehtun. Fliegen wir einmal ganz nach oben. Da ist nämlich noch ein Schlüssel. Den müssten wir dann gleich kriegen. Oh, dahin. Nein, nein. Ich war falsch, ich war falsch, ich war falsch. Fuck, 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 fuck. Oh, oh. Nochmal bitte runterfallen lassen. Oh, das wird schmerzhaft. Ja, weißt du, da heult er jetzt nicht rum, ey, aber wenn er so aus 5 Metern ey, runterfliegt, dann heult er, oder was? So, einmal auf die andere Seite. Wow, 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 wow. So, unser lieber Kollege Ben Drown wird uns jetzt wieder helfen. So, und ihr seht, der Deku ist dafür leider zu leicht. Das tut mir auch irgendwie leid, aber ich kann ja auch nichts dafür, wenn die damals nur Brot und Wasser gekriegt haben. Und ich war so schön zum Eckes gegangen sind und sich so einen richtig, richtig schönen Burger reingepfiffen haben. Aber das ist halt so, weißt du? Wie sagte mal ein bekannter Philosoph, oder bestimmt hat das mal irgendeiner gesagt, jeder Mensch ist einzigartig. Auf seine Art und Weise. Der ist zwar jetzt blöd getextet, aber im Grunde ist es ja so. Jeder Mensch kann zur Veränderung der Welt beitragen. Das auch bezogen auf dieses Spiel. Der Deku hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir die Tochter befreit haben. Los! Jetzt prallt einander, ihr Spocken, ey. Jetzt brauchen die da oben wieder Stunden, ey. Jetzt muss ich das erst wieder hinrichten hier. Komm hin da, jawoll. Gut, das andere ist egal. Da oben ist nämlich noch ein Sonnenblock. Habe ich da vielleicht was übersehen, als ich im ersten Run da durchgerusht bin. Nee, ne? Da erscheint wieder nur, glaube ich, die andere Kiste, oder? Fuck! Habe ich den übersehen? Nein! Ich habe einen übersehen! Nein, das gibt's doch nicht. Ich habe einen übersehen. Na, den holen wir uns ganz zum Schluss. Mein Personal Friend hier. Zack, tot. Fuck, das kann doch echt nicht sein. Da habe ich echt einen vergessen. Oh, oh, oh. Fingerkloppe, Fingerkloppe. Wie kann ich den denn übersehen haben? Bin ich blöd?
Also erstmal ist da hinten noch ein Schalter, den holen wir uns. Das kann doch echt nicht wahr sein. Scheiße, habe ich den einen Fuck-Ding da übersehen. Aber ich glaube, da waren sowieso eine Rubine drin. Hoffe ich jetzt einfach mal. Guck mal, komm, gehst du wieder hin? Ja, doch nicht, okay. Bam! Das war echt ärgerlich, ey. Fuck, das kann doch nicht sein. Scheiße. Was mache ich denn da? Jetzt holen wir uns erstmal den Schlüssel. Sollte ein Schlüssel sein, genau. Oder habe ich die Kiste vergessen? Ich glaube, die Kiste habe ich vergessen, ne? Fuck! Dann würde ich jetzt kurz eins machen, wenn ihr damit einverstanden seid. Gut, danke. Ich danke euch für euer Verständnis, dass ich jetzt nochmal kurz nach draußen gehe. Den Tempel halt umkehre. Die Kiste mir hole, dann wieder umkehre. Ah, das ist echt blöd gelaufen, ey. Fuck! Tja, das hätte ich wirklich anders lösen können. Anders fahren, Krug. Gigo, Gigo, low. Also, nochmal umkehren. Den ganzen Weg nochmal bauen. Den ganzen verschönten Weg nochmal machen, ey. Egal. Machen wir. Haben wir mehr vom Tempel. Mhm. Jawoll. Und jetzt, Achtung. Guck mal, jetzt ist es richtig krass. Jetzt fahren wir nach unten. So. Hallo. Wir würden den Weg gerne nochmal bauen, weil er uns so gut gefallen hat. Halt. Deswegen würden wir das jetzt gerne nochmal machen. Das fangen wir wieder hier an. Weil das natürlich der falsche Weg war. Doch, erst darüber. Lalalalalala. Fio, fio, fio. Dun, 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 dun. Boah, das ärgert mich immer noch, ne? Aber egal. Kannst ja nichts machen. Wenn du halt so blöd bist, dann musst du mit den Konsequenzen rechnen. Ich würde mich jetzt dumm und dämlich ärgern, wenn da jetzt nur Rubine drin wären, ja? Und ich das umsonst gemacht hätte. Das wäre echt ein bisschen bitter und auch ein bisschen ärgerlich. La, ärgerlich. Aber ich glaube, da ist eine Fee drin. Ich bin nämlich der Meinung, wir holen viel weniger Feen im zweiten Run als im ersten. Im zweiten holen wir nämlich nur maximal 5 oder 6 halt in dem Fall. Ben Drown sieht so unheimlich aus, ne? Ben! Ben Drown. So. Der Sora sieht aber immer noch am geilsten aus. Kannst du sagen, was du willst? Meiner Meinung nach sieht er am geilsten aus. Weil er hat einfach eine Gitarre und so und ist halbnackt. Und trägt einen Schottenrock. Ich habe mich immer schon gefragt, was Soras unter ihrem Rock haben. Ob die da überhaupt was haben. Das habe ich mich immer schon gefragt. Ja, als Kind schon. Als Kind wollte ich natürlich immer wissen, was haben die Soras da unterm Rock. So, bitte lass mich jetzt nicht umsonst da reingegangen sein. Sonst gibt es aber ein riesengroßes Feuerwerk. Nein, nein, nein. Oh. Fuck, wo ist die Leiter? Da. Oh, oh, nein, nein, nein. Oh, ich höre es schon. Bitte nicht. Huch, huch. Aber guck mal, du bist jetzt auf meiner Höhe. Nein, bist du nicht. Fuck. Ich glaube, hier müssen wir rein. Ja. Gut so. Wo war denn dieser Schalter? War der unter... unterhalb der Erde? Jetzt will das Spiel mich aber verarschen. Ja, okay, die Kiste, die hatten wir ja schon, aber... Den Sonnenschalter hatten wir doch aktiviert, oder nicht? Oder ist unter der Erde noch, unter der Erde, unter der... Na, unterm Wasser noch eine Kiste, die wir vielleicht nicht gesehen haben. Ich hab doch diesen alten... den einen Schalter nicht aktiviert, ne? Oh, ich... Trottel. Boah, diese scheiß Viecher, ne? Kommt noch einmal zu mir und ihr seid alle tot. Bitte. Ja!
Gut, ich bin nicht umsonst hier reingegangen. Und wir können schon wieder raus. Das war's. Das war's schon. Zack. Das war es schon. Das andere machen wir dann im... leider dann im nächsten Part. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir ein bisschen weiterkommen. Ich muss gucken, wie oft ich dieses Inventar geöffnet habe, ey. So. Ganz schnell raus. Haken schlagen, Haken schlagen. Haken schlagen. So. Ganz schnell raus hier, ganz schnell raus. Bin schon wieder weg. Hab nichts gesagt. Tschüss. Wie verzaubert haben sich alle wieder hinplatziert. Bäm. So, Ben muss uns einmal noch helfen. Schade, dass Ben auch keine Hasenohren hat, ey, wenn wir ihn herbeirufen. Das wäre echt so ein bisschen lol gewesen. So ein bisschen League of Legends Style. So. Und Tempel umdrehen. Was? Jawohl, jetzt aber. Und noch einmal. So. Jetzt haben wir den Tempel wieder umgedreht. Ja, toll. So ein bisschen Zeit haben wir noch. Die 2 Minuten oder die 3 Minuten. Die gönne ich mir noch. Damit wir möglichst weit kommen. Ich mache hier schon mal ein Safe State. So. Einmal hier rum. Och, guck mal, ist das nicht geil? Ich find... Hammer. Wenn es das in echt geben würde. Es gibt ja aber auch, glaube ich, ein Haus. Irgendwo in Norddeutschland, glaube ich, hat man mir sagen lassen. Also bei mir um die Ecke. Dass es wohl so ein Haus geben soll. Dass sie absichtlich aber falsch rumgebaut haben. Das soll so eine Art Museum dann sein. Und das kann man halt besichtigen. Aber ich weiß nicht, ob das in Norddeutschland ist oder ob da... War zu hoch. So hoch wie ich doch gar nicht. Halt! Du bist schon viel zu hoch. Du bist schon übers Ziel hinaus, Junge. Nein. Oh, oh. Jetzt habe ich ein Problem. Fuck, fuck, fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Der Typ lässt sich nämlich die Maske nur abnehmen mit seinem... Fanghaken hier. Boah, ich... Oh, nein! Komm her, ey. Roar, roar, Alter. Hier. Bam! Du fette Vogel, ey. So, wo wollte ich jetzt hin? Da oben gehen wir gleich hin. Da können wir schon mal die Bomben aktivieren. Oder die Bombe. Ich verbrauche Mana. Ne, das machen wir gleich. Ich hole mir jetzt erstmal mal die Kiste hier. Dann haben wir das Gröbste eigentlich schon weg. Das Gröbste haben wir dann erledigt. Oh, oh, nein, 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 nein. Auch zu hoch, auch zu hoch. Zu hoch. Das ist einfach zu hoch hinaus. Ich kann das Ding aber nicht steuern. Ich kann nicht steuern. Hallo, nach vorne, nach vorne. So kommen wir genau hier so rum. Kommen wir nicht. Mal was halt auf die altmodische Art. So, einfach zur Kiste hin. Kommen wir nicht? Kommen wir so hin? Kommen wir auch nicht hin. Da müssen wir halt noch einen Umweg gehen. Das tut mir leid. So. Zurückgehen. Zurück, zurück, zurück. Guck mal, auf der Karte kann man das schön sehen, wie er das elegant macht. Bam. Nein! Doch nicht! Dann müssen wir das von vorne machen. So, jetzt aber. Mein Gott, guck mal, an so einer Sache. An so einer Sache hängst du normalerweise 2 Minuten, ey. So, jetzt aber. Die Kiste geöffnet. Und den Rest... Hoch, komm her. Den machen wir im nächsten Part und dann werden wir auch hoffentlich fertig hier. Oder kommen zumindest schon mal zum Endboss. Wir haben 11 Feen. Bedanke mich mal fürs Zuschauen. Und bis im nächsten Part. Bam! Tschüssi, euer HSPP.